So ihr Lieben, wundert euch nicht, dass jetzt hier ab und an mal ein bisschen kürzere Videos kommen. Ja, die meisten von euch wissen ja eh Bescheid, ich ziehe aktuell um und deswegen habe ich reichlich Videos für euch vorproduziert, wo wir dann auch mal bestimmte Themen besprechen, die man vielleicht so hätte gar nicht ansprechen können. Beziehungsweise die ich so wahrscheinlich nie angesprochen hätte. Also ich dachte mir, wenn ich jetzt, wann dann? Genau für die Situation passt das doch perfekt, dass wir uns hier mal ein paar Fragen stellen, die vielleicht ein bisschen kürzere Videos als Antwort beinhalten. In diesem Video stellen wir uns die Frage, wie hätte Robert Muldoon den Angriff in Jurassic Park 1 überleben können? Tatsächlich gibt es hier einen winzig kleinen Faktor, der dafür gesorgt hätte, dass Robert Muldoon den Angriff des Velociraptors hätte kommen sehen. Ich kläre das Ganze hier für dich auf. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Robert Muldoon ist, glaube ich, da sind wir uns einig, eine Figur, die irgendwie jeder mag. Ich meine mal ganz kurz Hand hoch in den Kommentaren, wer Robert Muldoon nicht leiden kann. Ich will jetzt keine einzige Hand sehen. Mein Spaß, wirklich. Einfach mal Hand hoch, wer den Mann nicht leiden kann. Ich glaube, Robert Muldoon ist so eine Figur, die irgendwie bei den Fans angekommen ist. Und das, obwohl er eigentlich sehr kriescremig rüberkommt. Ich meine, lacht er ein einziges Mal in dem Film? Ich glaube nicht. Nein, Robert Muldoon lacht nicht. Er lacht generell nicht. Robert Muldoon ist, glaube ich, dieselbe Gattung wie auch Oscar aus Jurassic Park The Game. Übrigens habe ich mit euch zusammen Jurassic Park The Game schon mal komplett durchgezockt, nur so nebenbei. Da habe ich dir hier oben mal das Video verlinkt, beziehungsweise das erste Video der gesamten Reihe. Da kannst du das Ganze gern nachholen. Und wenn du das Video schaust und die Frage kommt auf, nein, Jurassic Park The Game ist nicht Kanon, aber ich wünschte, es wäre es. Egal, zurück zum Thema Robert Muldoon. Ja, dass diese Figur in Jurassic Park 1 das Leben lassen musste, das hat mir schon so ein bisschen wehgetan. Und das ist immer wieder ein Moment, bei dem ich mir denke, ach, es hätte doch so schön anders laufen können. Warum musste Robert Muldoon aufgrund eines kleinen, dummen Fehlers in Jurassic Park 1 sterben? Schauen wir uns erstmal an, warum ist Robert Muldoon überhaupt gestorben? Wir wissen ja, dass Muldoon die Velociraptoren auf gar keinen Fall unterschätzt hat. Nein, er hatte Ehrfurcht und schon fast eine Art Hass gegen diese Tiere entwickelt. Grund dafür war unter anderem der Vorfall mit Geoffrey, einem Parkmitarbeiter und auch näheren Bekannten von Robert Muldoon, der einem Angriff eines Velociraptoren zum Opfer gefallen ist. Muldoon studierte diese Tiere also schon beinahe, denn wir erfahren auch in Jurassic Park, also im Film, dass Robert Muldoon herausgefunden hat, dass die Velociraptoren verschiedene Punkte an den Elektrozäunen angreifen. Das heißt, die Tiere checken systematisch ab, wo Schwachstellen im Zaun hätten sein können. Das kann er eben nur wissen, indem er die Tiere auch wirklich ausgiebig beobachtet. Das heißt, Muldoon müsste eigentlich wissen, wie diese Tiere sich verhalten. Im späteren Verlauf des Films sehen wir dann, wie Ellie Sattler und eben Muldoon zusammen versuchen, den Strombunker zu erreichen, um den Strom anzuschalten. Die Raptoren tauchen allerdings auf. Robert Muldoon merkt, dass die beiden bereits gejagt werden. Er schickt Ellie vor und möchte die Raptoren ablenken. Und dann kommt die schicksalhafte Situation. Robert Muldoon sieht einen Velociraptor genau vor sich. Er richtet das Gewehr langsam auf das Tier. Plötzlich kommt von der Seite ein weiterer Velociraptor, das sogenannte Riesenbiest, und springt Robert Muldoon an. Er lässt doch einen ikonischen Satz fallen, clever girl, zu Deutsch cleveres Mädchen, und das Riesenbiest springt auf Robert Muldoon und frisst ihn eben kurz danach auf. Ja, das heißt, alles, was Robert Muldoon über diese Tiere wusste, war in diesem Moment komplett egal, denn er wusste einen speziellen Fakt nicht. Diesen Fakt hätte Dr. Alan Grant Muldoon allerdings beibringen können, denn wir sehen zu Beginn von Jurassic Park 1, wie Alan Grant einem Kind, also einem kleinen Jungen, der irgendwie ein bisschen respektlos gegenüber den Raptoren ist, wie er diesem Jungen erklärt, wie die Tiere wirklich jagen. Und er starrt einfach nur zurück. Dann wirst du angegriffen, nicht von vorn, sondern von den Seiten. Von den anderen beiden Raptoren, von denen du gar nicht gewusst hast, dass sie da sind. Grant erklärt, dass die Velociraptoren nicht von vorne angreifen. Das heißt, wenn du einen von vorne siehst, ist das nicht der, der angreifen wird. Sie kommen meistens von der Seite. Im späteren Verlauf des Films sehen wir außerdem, dass Muldoon und Grant aufgrund ihrer Faszination zum Thema Velociraptoren und ihrer Ehrfurcht gegenüber dieser Tiere irgendwie einen Draht miteinander haben. Ich meine, Muldoon schreit erstmal quer durch den Jurassic Park, man sollte sie alle töten, was auch seinen Hass gegenüber diesen Tieren unterstreicht. Und der allererste, der Muldoon dann wirklich auf diese Tiere anspricht, ist Alan Grant. Das heißt, wenn wir uns ein Was-wäre-wenn-Szenario ausmalen, in dem Grant und Muldoon irgendwie ein bisschen mehr Zeit miteinander gehabt hätten, in denen sie auch hätten über diese Tiere reden können, hätte Alan Grant Muldoon von der Jagdstrategie dieser Tiere erzählen können.
Hätte Muldoon also dieses Hintergrundwissen gehabt, hätte er den Vorfall im Jurassic Park definitiv überleben können. Wenn man sich das mal wirklich so vor Augen führt, hat hier Ian Malcolm wieder komplett recht. Hier greift die Chaos-Theorie wieder in voller Blüte ein. Das, was Robert Muldoon hätte retten können, wäre einfach nur ein bisschen mehr Zeit mit Dr. Alan Grant gewesen. Das heißt, in der Theorie könnte man auch sagen, hätte Dennis Nedry den Strom erst einen Tag später ausgeschaltet, also die Sicherheitssysteme erst einen Tag später heruntergefahren, hätte auch das dazu führen können, dass Muldoon und Grant sich eventuell nochmal getroffen hätten, weil die ja definitiv einen Draht zueinander hatten, beziehungsweise hatten die beiden Interesse aneinander, da Robert Muldoon ja mit echten lebenden Raptoren geforscht hat und naja, Grant hat eben auch Ahnung von diesen Tieren, deswegen würde Muldoon sehr wahrscheinlich auch interessiert daran sein, mit Grant zu sprechen. Hätte also Dennis Nedry den Strom nur einen Tag später abgeschaltet, hätte Grant Muldoon diese Jagdinformation mitgeben können und er wäre darauf gefasst gewesen, dass ein Velociraptor oder auch zwei Velociraptoren von der Seite angreifen würden und eben nicht von vorne. Und so einfach hätte Muldoon die Situation überleben können. In einigen kommenden Videos, die dann eben zwischen den Hauptvideos erscheinen, werde ich auch noch andere Fälle behandeln, wo wir einfach mal darüber sprechen, wie hätte die Person den Vorfall A oder B überleben können. Und wir machen uns einfach mal Gedanken darüber, was für minimale Auswirkungen denn kleinste Entscheidungen gehabt hätten und welche Entscheidungen über Leben und Tod entschieden hätten. Ich hoffe, dieses kleine Mini-Filler-Umzugsformat gefällt dir im Großen und Ganzen. Und ich würde sagen, ich bin erstmal raus mit dem Video für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir was. Ciao.